Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021. Diesmal nicht Breaking Point, sondern My Team Karriere, habe ich ja gesagt, habe ich alle angekündigt. So, heute bauen wir erstmal unser eigenes Team auf und dann schauen wir weiter. Ach ja, manche haben gefragt, was das hier für ein Hintergrund hinter mir ist, ne? Ja, das ist mein Himmel, das ist meine Wolke 7, da fühle ich mich am wohlsten, ne? Ja, sieht gut aus. So, My Team Karriere fahren wir, nicht Fahrer. So, wir fahren eine komplette Saison. Ja. Ich nehme die eigenen Einstellungen, da fühle ich mich ein bisschen besser. So, konfiguriert schon. Und hier My Team Icons verwenden. Die nehmen wir auch. Der ist Schumacher dabei, Senna, Prost und ein paar andere im Fahrermarkt. Die können wir uns dann später dazu kaufen, wenn wir genug Kohle haben. Und jetzt beginnen wir mal. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. So, ich habe hier schon einen konfiguriert. So sieht der Typ aus. Der ist der Professor. Wie Kümmern Carlos. wir uns zuerst einmal um das Aussehen deines Fahrers. So, unser Fahrer sieht so aus. Habe ich mir schon alles eingestellt. Okay, Boss. Es wird Zeit, unser Team an den Start zu bringen. Zuerst müssen wir einen Teamnamen eintragen und ein paar wichtige Partner finden. Dann gucken wir mal, ne? Trage zuerst einen Namen ein. Lass uns jetzt unseren Hauptsponsor für die erste Saison wählen. So, wie heißt wieder CC Racing Team, ne? Bei einigen Sponsoren gibt es eine größere Startsumme im Voraus. Andere zahlen höhere wöchentliche Beiträge. Je besser wir sind, desto schneller erhöht sich unser Anerkennungslevel, was uns mehr Sponsorengelder verschafft. Genau, dann nehmen wir den meistbietenden, der am Anfang der Saison viel Geld bezahlt, der hier. Der sieht gut aus. Ohne Triebwerk kann unser Chassis schlecht fahren, also kümmern wir uns erstmal darum. Wir nehmen Mercedes-Motor, ne? Das ist Standard. Ein stärkerer und verlässlicherer Motor ist natürlich besser, aber pass auf, dass du nicht unser ganzes Geld ausgibst. Wir brauchen noch etwas für Personal und Einrichtungen. Die Motorenhersteller versorgen dich im Laufe der Saison auch mit kostenlosen Verbesserungen. Ja, wir nehmen natürlich Mercedes, ne? Ohne einen zweiten Fahrer wären wir kein richtiges Team, also lass uns einen Teamkollegen anheuern. So, die Entscheidung wird jetzt zwar schwieriger, ne? Das hier sind die Fahrer, die an unserem Team interessiert sind. Überprüf ihre Werte und such dir jemanden aus, der gute Resultate liefern könnte und den wir uns auch leisten können. Die Verträge werden regelmäßig erneuert. Das heißt, wenn nötig, haben wir genug Gelegenheiten, jemand anderen unter Vertrag zu nehmen. Also dann, das wird jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, wir nehmen entweder Schuh, Lundgat oder vielleicht einer von hinten. Der sah nämlich auch noch ganz gut aus, aber ich glaube, wir nehmen Lundgat nehmen wir. Diesen Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Wenn du zufrieden bist, kannst du bestätigen. Ja, wir bestätigen jetzt mal, ne? Das sieht alles ganz gut aus. Jetzt lass uns die Lackierung erstellen, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir ihre Namen hinzufügen. Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Also Lackierung und das andere Zeug, das zeige ich euch später, ne? Dann nur bei der Autovorstellung, das sieht dann besser aus. Hallo Leute und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Paddock Pass. Wie ihr seht, stehe ich diesmal nicht vor der Boxengasse und es gibt keinen Motorenlärm im Hintergrund. Und das liegt daran, dass ich dem Fahrerlager entfliehen und auf dem Land untertauchen konnte. Genauer gesagt, im Hauptquartier des neuesten Teams. Es passiert nicht oft, dass wir einen Blick hinter die Kulissen eines Formel-1-Teams werfen können und noch seltener, dass wir mit jemandem sprechen können, der das Team nicht nur leitet, sondern auch dafür fährt. Und genau das ist bei diesem Team der Fall, denn Chef und Fahrer sind ein und dieselbe Person. Die letzten 12 Monate waren sehr ereignisreich und wir wissen nun, dass viele der Reglementänderungen, die für diese Saison geplant waren, auf die nächste verschoben sind. An manchen wurde aber festgehalten, wie der äußerst bedeutsamen Begrenzung des Budgets. Diese könnte einigen der kleineren und weniger erfolgreichen Teams vielleicht eine Chance geben, mit den großen Teams mitzuhalten. Schön für Sie und gut für uns, die Zuschauer. Aber was sagt der neue Boss zu all diesen neuen Regeln? Sind sie eine Herausforderung, eine Hürde, die überwunden werden muss? Vielleicht werden sie auch als Gelegenheit gesehen, um für Veränderung zu sorgen. Als eine Chance, um anzugreifen und sich in der Formel 1 für immer zu verewigen. Tja, ich hatte die Gelegenheit, genau diese Fragen zu stellen. Genau hier und heute. Und das
kam heraus. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und die Chance, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich eine Menge Fragen, also lassen Sie uns gleich anfangen. Es ist schon lange her, dass wir einen Teambesitzer gesehen haben, der selbst auf der Strecke fährt. Und der Sport hat sich seitdem enorm verändert. Wie werden Sie die Aufgabe bewältigen, ein Formel-1-Team zu leiten und für das Team zu fahren? Reden wir mal über Ihren Teamkollegen. Er ist natürlich begeistert, für Sie zu fahren. Aber verraten Sie uns doch, was er Ihrer Meinung nach dem Team zu bieten hat. Sie haben offensichtlich viel Arbeit in Ihr Auto gesteckt. Wie glauben Sie, wird es sich auf der Strecke anfühlen? Die meisten der anderen Teams haben jahrelange Erfahrung in der Formel 1. Wo denken Sie, haben Sie Gelegenheit für den nötigen Leistungszuwachs, um mit den anderen Autos mithalten zu können? Letztendlich hängt Ihr Erfolg in dieser Saison davon ab, ob Sie sich gegen andere Fahrer im Kampf um die bessere Position durchsetzen können. Was hat Ihr Auto, das Ihnen dabei einen Vorteil verschaffen kann? Und zum Schluss noch, wenn man bedenkt, wie viele Spezialisten für die verschiedenen Gebiete in Ihrem Hauptquartier zusammenarbeiten, bei dem, was da auf Sie zukommt, wer hat das größte Lob verdient? Auf welche Leute sind Sie besonders stolz? Vielen lieben Dank, dass Sie sich hierfür Zeit genommen haben. Es war großartig, mit Ihnen zu sprechen und uns hier umzusehen. Wie gesagt, wir wissen das sehr zu schätzen. Und lieben Gruß auch an unsere Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Oh, wie aufmerksam von ihm. Was für ein netter Kerl, ne, der Will Buxton. So, hier sind wir mal wieder. Das kennen wir noch aus F1 2020. So, weisen wir erstmal ein paar Aktivitäten zu. Oh, das sieht ganz gut aus für den zweiten Fahrer und für unsere Ressourcenpunkte. Das machen wir doch mal. Und dann machen wir noch vielleicht das hier, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ja, dann sollte die Zeit ganz gut genutzt sein. Und dann ein paar Nachrichten hier von Charlie und nochmal anderen Frau da. Und dann würde ich mal vorschlagen, gucken wir uns ein paar Einrichtungen an. Wir haben 1,5 Millionen, da können wir vielleicht was am Triebwerk machen, hier für die Qualitätskontrolle vielleicht. Weil das immer sehr wichtig ist, dass die Updates auch ankommen. So, 1000 Ressourcenpunkte haben wir, da können wir was noch am Auto verbessern. Am besten was an der Aero und am Chassis. Weil das andere sieht ganz gut aus momentan. So, was können wir hier machen? Hier, das wird uns vorgeschlagen am Chassis. Oh, das ist aber ganz schön teuer, ne? Motor und Stabilität. Ah ja, genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ne? Das ist ja jetzt alles ganz anders hier in dem Spiel, ne? Mit den hier, wie heißt das, mit den Upgrades kaufen. Ne? Habt ihr ja gesehen, das ist nicht mehr so wie am Anfang mit dieser Entwicklungsbaum wie F1 2020 noch, sondern das sind so eine komische Karten da. Ne? Übrigens, wir sind vor Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas und Williams. Also das heißt, wir starten nicht von unten, sondern wir starten schon relativ weit im Mittelfeld. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja, egal. So, wir sind letzter in der Weltmeisterschaft, das ist ja logisch, wir sind ja zwei neue gekommen. Und hier, das sind unsere Rennen. Und, oh, hier haben wir noch Fahrermarkt, Schumacher war da gerade, da haben wir gerade gesehen. Und ich glaube, wir kaufen uns einen Fahrerboni, am besten hier Entwicklungsfeedback. Das glaube ich, da bekommen wir 10% mehr Ressourcenpunkte. Das kann man immer gut gebrauchen und dann würde ich vorschlagen, spuren wir die Zeit vor. Ne, weil zu einer Vorführung, nicht Aufführung, ne, Vorführung. So, da ist sie schon. Springen wir sofort so hin und dann könnt ihr das neue Auto sehen. Ne? Aber vorher gehen wir nochmal hier ein paar Upgrades kaufen. Ja, kaufen wir mal zwei an Dings am Chassis, da haben wir genug Geld. Die sollen vor und nach Bahrain ankommen. Hoffentlich passiert das auch. Das wird uns gut helfen. So, und jetzt springen wir zur Autovorführung. Also das Teil sieht ganz schön gut aus, ne? Wenn es auch nur noch so schnell fahren würde jetzt, dann wäre optimal, ne? So. Sprungen wir die Zeit vor. Ressourcenmodell bekommen wir wieder ein bisschen. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Also das ist wirklich ärgerlich. Da müssen wir das wohl nochmal neu kaufen.
So, das soll dann Nachbarn ankommen. Machen wir das so mal. Da haben wir jetzt nur Ressourcenpunkte. Mensch, ey, das ärgert aber einen wirklich total. Naja, egal. Dann müssen wir mal wohl das Beste draus machen, was wir jetzt haben, ne? Wir sind das sechstschlechteste Auto, glaube ich, momentan. Kann sie sehen lassen. Und springen wir sofort zum Rennwochenende. Hey, willkommen im Team. Ich heiße Charlie und bin hier der Chef von F&E. Mach's dir gemütlich. Du wirst in den nächsten Monaten viel Zeit an diesem Arbeitsplatz verbringen, also gewöhn dich schon mal an alles. Du kannst von dort aus auf alles zugreifen, von Nachrichten bis Fahrzeugentwicklung. Ah ja, so, da werden wir nochmal wieder. Das sieht hier ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen schöner als letztes Mal im F1 2020 in der MyTeam. So, ein paar Nachrichten. Ah. Oh, es soll Regen geben. Weil in Bahrain ist es unwahrscheinlich, da sollte eigentlich 0% Regen sein oder höchstens 3, aber keine 10%, also das ist ja irgendwie unverschämt, ne? So, das sieht doch alles gleich aus und wir springen sofort zum Qualifying. So, da wären wir auf unserer ersten fliegenden Runde hier in Bahrain, in unserer ersten Runde in der MyTeam-Karriere in Bahrain. So, Auto fühlt sich ganz okay an, dafür, dass das sechstschlechteste Auto ist. Könnte besser sein, naja, aber kann man nicht machen, ne? So, wir sind momentan letzter. Schumacher auf 19 in seinem Haas. Latifi hinter sich, starke Leistung von ihm. Giovinazzi nur auf 18, das ist auch sehr schwach von ihm. So, die ersten zwei Kurven sahen ganz gut aus mit dem Auto. So, und jetzt mal gucken, wie der Rest der Runde aussieht. Schwierige Kurve, die mitzunehmen. Die sah aber bis jetzt ganz gut aus. Nicht viel Zeit verloren. Und jetzt noch eine schwierige Kurve nach links. Aber die haben wir auch ganz gut mitbekommen. Mitgenommen. So, volle Leistung jetzt und dann die schnellen Kurven hier einmal. Hier innen nicht den Körper rühren, sonst drehen wir uns weg. So, noch eine schnelle Rechtskurve und wieder volle Motorleistung. So, schwierige Kurve, die mitzunehmen, dann müssen wir vorsichtig sein. Ja, den Körper innen sollte man lieber nicht berühren, da verliert man zu viel Zeit. Es geht nochmal auf, volle Motorleistung jetzt. Und wofür reicht Ihre Zeit? Für Platz 12! Wow, also das kann ich sehen lassen. Das sieht gut aus. So, wo kommen wir weiter überhaupt? Guckt euch mal das an, Bottas und Perez. Eieiei, das sind ziemlich wenig Abstand. So, kommen wir überhaupt weiter? So, Vettel auf 6, wow. Ja, wir kommen weiter. Und Lundgren kommt auch weiter. 15 und 16. Super. Wow, geil. Ey. Oh, guck mal, unsere Zeit ist sogar fast identisch. Also nicht identisch, aber ziemlich nah dran. Das ist gut. So, willkommen hier zurück. Noch eine fliegende Runde. So, und jetzt wird's aber interessant. So, genug Schwung mitgenommen. Das ist sehr schön. So, und jetzt nochmal volle Motorleistung. Alles aufmachen. DRS, RS anmachen. Aufmachen. Und dann brettern wir mal hier drüber. Lundgren ist auf 15, der ist schon gefahren. Na, die Kurve sah besser aus als in der ersten Runde, gerade in Q1. Was mega gut wäre, wenn wir ungefähr von Platz 12 oder 11 starten würden morgen im Rennen.
dann wären wir in der Top 10 und wir würden freie Reifenwahl haben, dann können wir eine bessere Strategie machen, als mit den Softreifen zu fahren. Die Softreifen sind jetzt eigentlich nur da, um uns weit vorne zu platzieren, aber nicht um mit dem Reifen vorne zu starten. Weil ich glaube nicht, dass wir in die Top 10 kommen werden. Oh, wie ist denn weit draußen? Aber das ging ja noch einigermaßen gut, ne? Keine Strafe erhalten. Gott sei Dank. So, letzte Kurve. Gut mitgenommen. Besser als im Q1. Und jetzt nochmal volle Motorleistung wieder raus. Wofür reicht die Zeit? Für Platz 14. Eieiei. Dann müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Fahren wir noch eine Runde. So, die Runde sah um einiges besser aus. Dann verbessern wir uns nochmal um 0,4 Sekunden. Das sieht sehr gut aus. So, aber wofür reicht die Zeit jetzt am Ende wirklich? Für Platz 12. Super. Verstappen auf 10 mit Mediumreifen. Ui. So, kommen wir auf Platz 12 weiter. Ne, nicht weiter. Platz 12 für uns. Sehr gut. Boom, das war wichtig für uns. Sehr wichtig. So, wir starten morgen von Platz 12. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Und Lundgren auf 16. Ja. Okay. Kann sich sehen lassen, dafür, dass das sein erstes Rennen in dem Auto ist, ne? Für uns eigentlich auch. So, hier werden wir wieder zurück. Und gucken wir uns mal auf den F&E-Baum an. Was wir entwickeln können vielleicht noch. Haben wir überhaupt Ressourcenpunkte bekommen? Das würde mich interessieren, weil das habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, Ressourcenpunkt 960, super. Dann machen wir doch mal hier was an der Aerodynamik. Da müssen wir auch was machen. So, das soll vor Dings ankommen, vor Spanien. Und wir sind sehr schlecht in der Aero. Da müssen wir wirklich was machen. So, können wir uns hier noch was leisten von Motor. Nee, dafür haben wir leider nicht genug Ressourcenpunkte. Das war's leider. So, springen wir sofort zum Rennen und mal gucken, was wir da reißen können, ne? Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder da mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Runde 1 der diesjährigen Formel 1 WM. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderräder und den einen oder anderen Bremsplatten gesehen. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen. Denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Perez, Lando Norris und Ricciardo. Vettel, Sainz, Leclerc und Lance Stroll. Gasly, der Professor, Yuki Tsunoda und Fernando Alonso. Ocon, Lundgaard, Kimi Räikkönen und George Russell. Giovinazzi, Mazepin, Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja, mal gucken, wer sich durchsetzen wird, ne? Oder kann. Gucken wir uns mal die Rennstrategie an. So, 1-Stop-Strategie mit Soft-Hard, das würde ich auch sagen. Sowas ist typisch hier in Bahrain. Und dann ein bisschen weniger Benzin auch mitnehmen. Die zweite Strategie müssen wir noch bearbeiten. Das sieht mir, ja, so gefällt mir das besser. Benzin für 1,6 Runden mehr. Sieht gut aus. So, und wir springen dann sofort zum Rennen, ne? So, da kommen auch schon die 5 roten Lichter.
Und es geht auch schon los. Hoffentlich ein guter Start von uns mit unseren Medium-Reifen. Boah, der sah gut aus. Der sah richtig gut aus. Wenn man bedenkt, dass alle vor uns mit Soft-Reifen starten. So, schön innen rein, spät bremsen. Komm, den Dings bekommen wir auch noch, den Gast. Ja, boom, Alter. Guter Start von uns. Von 12 auf, jetzt sind wir jetzt auf 8. Oh, leider eine Berührung mit Ricardo. Komm, da können wir jetzt auch noch vorbeiflitzen. An Perez können wir auch noch vorbei. Komm, später bremsen, außen vorbei. Boom, Alter. Boom! Platz 5! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh, da hat uns Perez berührt. Hoffentlich haben wir keinen Schaden genommen. Wir bleiben aber bei unserer alten Strategie. 13. Runde hart. Dann müssen wir jetzt eben mit dem Schaden umgehen können jetzt. Ja. Okay, geht in Ordnung. Das ist kacke jetzt. Das ist nicht gut für uns. Norris ist auch schon eine halbe Ewigkeit entfernt von uns. 4 Sekunden schon wieder. 2. Runde sind wir gerade. Hinter uns ist Ricardo, der greift gerade an. Der will's wissen, ne? Aber wir lassen ihn ja natürlich keinen Platz. Und er will nicht zurückziehen. Er hat ein bisschen Schaden mitgenommen. Eieiei. Boah, das war eine spannende erste Runde, ey. Das kann ich euch sagen. Eine richtig komische Autofahrt war das. Aber richtig geil. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Nein, Ricardo ist neben uns. Wir müssen verteidigen. Außen vorbei. Oh, weit draußen. Das hilft uns gar nicht. Oh, oh, Ricardo kommt wieder zurück. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Okay. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS. Ja, laber doch nicht so viel, Jeff, Mann. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Lassen wir mal vor. DRS-Punkte waren wir hinter ihm. Jetzt kriegen wir DRS und wir sind wieder vor ihm. Boom. Richtige Stratege sind wir geworden hier. So. Wir sind wieder eine Sekunde vor Ricardo und Vettel. Das sieht gut aus. Guckt euch mal Norris an. Der ist schon 7,3 Sekunden von uns entfernt. So, Sainz ist der Nächste. Der will es auch wissen jetzt. Mit Softreifen. So, die müssen auch gleich in die Box in Runde 6 oder 7 nach. Ist ja nicht mal lange. Oh, oh, der war besser, der Ausgang von Sainz war besser. Aber lassen wir ihn mal vor. Da kriegen wir vielleicht das DRS gleich auf der langen Gerade. So, nehmen wir die Innenkurve. Ah, oh, ja, der macht aber gut zu. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. So, RS, DRS an, aufmachen. RS lassen wir aus, um zu sparen. Und dann fliegen wir mal vorbei. Ricardo von der anderen Seite. Das ist sehr gut, dass Ricardo vor uns jetzt ist. Dann können wir später bremsen, dann sind wir wieder vor ihm. Aber am Messpunkt waren wir hinter ihm vom DRS. Das heißt, wir bekommen wieder DRS auf der nächsten Gerade und wir bleiben immer noch vorne. So macht man das. Ihr beträgt 8,8 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,4. Du verlierst jede Runde 3 Sekunden. Ach nein, unser Teamkollege ist ausgeschieden. Scheiße, ey. Und Sainz ist neben uns. Aber wir haben ja zum Glück Innenkurve. Okay, alles klar. Ja, okay. Was macht Sainz da hinter uns? Greift er nochmal an. Wir gehen mal runter vom Gas, damit er uns überholt. So, Messpunkt war er wieder vorne. Wir bekommen DRS. Sehr wahrscheinlich, ja. DRS bekommen wir. Oh, aber wir haben einen scheiß Ausgang in erster Kurve. So, RRS machen wir jetzt mal aus. Und runter kurz vom Gas. So, jetzt überholt uns Ricardo wieder und dann fangen wir wieder mit dem gleichen Spiel wie vorhin an. So, wir bekommen wieder DRS. Das kurze zwar eine Menge Zeit, ne? Aber Platz 5 ist für uns gerade so wichtig jetzt gerade, ne? Ultra wichtig. Vor allem, das wird auch sehr wahrscheinlich das beste Ergebnis der Saison jetzt sein. Was wir heute hier einfahren können. Reifen sehen noch gut aus. Erstmal bei 22%. Genau, weit draußen hier. Wir müssen innen verteidigen gegen Ricardo. Oh oh, er greift an. Hier wird es schwierig zu verteidigen. Oh, was macht er denn? Oh, mal Lacker, Alter. Der fährt einfach weit voraus. Norris liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 14,8 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden.
Die letzte Rundenzeit lag bei 1:31,1. Ah ja, gut zu wissen. Vettel ist gerade hinter uns. Und Vettel hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Der Wagen hinter dir hat einen geringfügigen Schaden am Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:32,6. Ah ja. So, jetzt sind wir schon in Runde 7. Bald haben die Soft-Starter-Boxenstopp fällig. So, Bottas ist schon der Erste, der in die Box geht. Den schnappen wir uns auf jeden Fall mal. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Er ist auf Medium-Reifen. Wir sind mittlerweile auf Platz 4 jetzt, dadurch, dass Bottas an der Box war. So, Norris, Hamilton und ich glaube Verstappen sollte das da vorne sein. Wir sollten jetzt langsam auch in die Box kommen. So, so ist es auch. Verstappen kommt an die Box, Norris auch. Verstappen geht sehr wahrscheinlich auf Softreifen, wie ich das da richtig erkenne. Und Hamilton auch. So, wir sind momentan Erster. Bottas ist Zweiter. Oh, oh! Kleiner Drift von uns. Das hat uns ja eine Menge Zeit gekostet. So, jetzt müssen wir hier verteidigen gegen Bottas. Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Komm, einfach mal später bremsen. Das kostet zwar eine Menge Zeit, aber das macht einfach so viel Spaß, ne, gegen Mercedes zu kämpfen. Obwohl wir wissen, dass wir gar nicht mithalten können, aber trotzdem kämpfen. Das ist einfach... Das macht einfach so viel Spaß, da müssen wir einfach dagegenhalten. Ne? Außerdem sind wir gerade Erster. Wann passiert das denn schon mal, ne? So, jetzt müssen wir verteidigen, was das Zeug hält. Wir sind Runde 9 von 29. Wir müssen bald auch an die Box. Was macht der? Das gleiche wie Ricardo vorhin schon. Warum fährt er denn geradeaus? Oh, Verstappen. Nicht Verstappen. Hamilton. Ey, Tsunoda auf 3, bescheuert. Oh, Verwarnung, Kollision mit Hamilton. Nein, macht nichts. Hamilton ist Hamilton, ne? Bei Bottas wäre ich ein bisschen vorsichtiger, oder? Verstappen. So, wir sind immer noch vorne. Tsunoda auf 3. Guckt euch das mal an. Das ist bescheuert. Verrückt. Crazy. So, Verstappen ist jetzt auf 2. Wir sind in Runde 10 gerade, eine Runde später. Oh, oh, der versucht da innen reinzugehen. Oh, und wir sind auf die Curbs gekommen. Also sollte man eigentlich nicht drauf kommen. Wir haben eine Menge Glück gehabt, dass wir uns hinweggedreht haben. Eine Menge Glück. Oh, der hat jetzt einen besseren Ausgang aus der Kurve gehabt mit seinen Softreifen. Wir müssen bald auch in die Box. Aber lassen wir mal vor. Da kriegen wir das DRS. Und dann können wir so richtig schön zurückattackieren. So, RS, DRS, alles bim bum bum. Und jetzt saugen wir uns wieder richtig schön ran. RS machen wir natürlich aus, runter vom Gas kurz. Und dann hier vorbeifliegen. So, wir überholen den hier mal. Weil gleich die nächste gerade wird sehr kurz sein. Und so schnell sind wir leider nicht. Das ist der Red Bull um einige schneller. Dann müssen wir mal vorbeilassen. Hier, wir sind immer noch Erster. Alonso greift uns jetzt an. Hä, was? Alonso auf 2? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Bottas auf 5. Oh. Die sind alle ziemlich weit zurückgefallen. Sehr wahrscheinlich waren die, glaube ich, nochmal in der Box. So, richtig krasser Kampf hinter uns. Norris, Alonso, ne? So, jetzt ist nur noch Norris hinter uns. Alonso ist dahinter. Oh. Kleiner Drift wieder von uns. Runde 13. So, das gleiche Spiel gegen Bottas und Ricardo nochmal. Der fliegt schon wieder weit raus. Ey, das können wir eigentlich die ganze Zeit so machen. So, der nächste ist Alonso hinter uns. Oh, oh, Alonso geht innen rein. Wir müssen außen verteidigen. Oh, oh nein! Gab's Berührung! Oh, oh. Hoffentlich war das nicht unsere Schuld. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Wisst ihr was? Jetzt, wenn ein Safety Car draußen ist, na, dann müssen wir sofort in die Box gehen. Alles dann verlieren klar, wir dieser Runde rein. Ich weiß gar nicht, ob das unsere Schuld war, ob wir Safety Car bekommen haben und wegen Alonso da. Aber hoffentlich nicht, weil ein bisschen Platz haben wir ihn gelassen. Außerdem, in der Kurve sollte man nicht innen überholen, ne? So, hoffentlich ein guter Boxen von unserer Boxencrew jetzt, ne? Hoffentlich geht alles wie am Schnürchen. Oh, alle kommen in die Box, außer Bottas. Bottas fährt weiter. Boah, unsere Reifen sind aber auch schon richtig kaputt aus 55%. So, jetzt ist es wichtig. Oh, Frontflügel wechseln wir sogar auch. Oh, bisschen schneller bitte, Jungs. Bisschen schneller. Oh, Raikön kommt vor uns raus, obwohl wir vor ihm waren. Naja, macht nichts. Solange das nur einer ist, können wir mitleben.
Vettel ist auch vorbei. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen Norris das auch. Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. So, jetzt sind alle auf harte Reifen, außer drei, vier Leute. Weil die gehen später sehr wahrscheinlich nochmal auf die Medium-Reifen. So, jetzt erstmal das Safety-Gear-Kolonne einholen, da ist sie schon. Norris vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind vier Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 4,0. So, Runde 15 jetzt sind wir schon. Boah, das dauert aber ganz schön lange, bis das Safety Car nicht wieder reingeht. Na, da, wenn man vom Teufel spricht. Na, bitteschön. In der Runde geht das Safety Car wieder rein. So, jetzt ist strategischer Vorteil. Langsam fahren hier. Die lassen wir vorne fahren. Und jetzt sind wir richtig viel schönen Schwung mit. ERS anmachen und alles. So, und jetzt Vollgas. Bereit mal für Rennen. Und jetzt ist die Linie. Jetzt haben wir den Reifen schon überholt. Die schönen Windschatten von Vettel. Und dann später bremsen als er. Später bremsen. Jo, das ging gut. Vor uns ist noch Stroll und Bottas. Aber beide müssen noch in die Box, sehr wahrscheinlich. So. Stroll vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2:12,9. So, jetzt müssen wir schön im Getriebe bleiben, bei ihm schön nervös machen. Ist momentan auf P3. Stroll liegt vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Mediums. Vettel liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten Mediums. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Noch 14 Runden. Ah ja, gut zu wissen. So, wir sind immer noch unter. Wir müssen unbedingt unter eine Sekunde an Norris, an Stroll dranbleiben, weil dann kriegen wir gleich das DRS. Und wenn wir das DRS haben, dann haben wir Stroll. Da bitteschön, jetzt sind wir schon 0,2 Sekunden, 0,3 Sekunden hinter ihnen. So, ERS ist leider am Arsch. Okay, aber wir haben Windschatten. ERS haben wir jetzt. Und jetzt ist DRS ist jetzt erlaubt. Und wir können jetzt richtig schön überholen. So, Messpunkt waren wir hinter Stroll. Er bekommt kein DRS. Wir haben ihn sogar noch in der ersten Runde, in der ersten Kurve überholt. Das ist sehr gut. So, und jetzt müssen wir uns auf die Jagd auf Bottas machen. Das wird aber ziemlich schwierig, aber ich glaube, Bottas geht noch in die Box. Und wenn er in die Box geht, dann sind wir wieder Erster, weil er dann nämlich so viel Zeit verliert. Und wir müssen ja kein Boxen mehr machen, weil wir ja harte Reifen haben. Damit können wir durchfahren. So, Bottas geht in die Box, wie ich das richtig sehe. Ja, Box, 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 Box. Die anderen hinter mir auch. So, und wir sind jetzt Erster. Jetzt müssen wir es nur noch halten. Und das wird sehr schwierig sein. Guckt euch mal das an. Raikön auf 3, wie noch nie Alonso auf 2. Und Tsunoda auf 4, die unkonkurrenzfähigsten Autos sind oben. Oh oh, Hamilton ist hinter uns. 0,9 Sekunden. Aber zum Glück ist das jetzt die letzte Runde. Letzte Runde jetzt für uns. So. Jetzt müssen wir alles geben. Alles, was im Auto steckt, rausholen. Alles. Und keine Fehler mehr machen. Die Reifen sehen noch einigermaßen okay aus. 44% für harte Reifen ist okay. Aber guckt euch mal an, wie schnell einfach Hamilton ist. 0,5 Sekunden schon. So, letzte Kurve. Und dann kommen wir über die Ziellinie und gewinnen das Rennen. Jubel! Yeah! Ich glaube, ich kann die Stützräder so langsam abmachen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abbringen? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben.
Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Professor übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ich finde, das ist eindeutig Fernando Alonso. Er hat die Strategie perfekt umgesetzt und durchgängig das richtige Tempo gehabt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Genau, das Team mit dem fahrenden Boss am Steuer übernimmt die Führung der Weltmeisterschaft in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist sehr gut, das musst du sehen. Muss ich sehen lassen. So, 6 Punkte von Mercedes. Ey, seht euch das mal an, Alpha Tauri auf Platz 3. Aber was auch unglaublich war, dass Tsunoda auf Platz 3 gerade auf dem Podium war. So, Aston Martin 0 Punkte, McLaren nur 5 Punkte, sogar Red Bull hat nur 14 Punkte, also das ist unglaublich, aber dafür Alpha Tauri hier 17, ne, krass. So, das sieht auch, die Fahrerweltmeisterschaft sieht so aus, wie heute das heute Ergebnis, ne. Mick Schumacher auf 14, also das ist schon stark von ihm, ne. Wurde nochmal knapp mit Hamilton am Ende, ne, eine Runde länger, wir hätten es nicht mehr geschafft. Naja, aber so ist es halt. So, Schumacher auf 14, das ist unglaublich und unser Teamkollege ist leider ausgeschieden. So, hier kriegen wir noch ein bisschen Teamanerkennung und ein bisschen Kohle natürlich, die man immer gut gebrauchen kann. 1,09 Millionen haben wir jetzt, ist sehr gut. So, da werden wir wieder zurück, ne, in so ein Lager hier, ne, ins Hauptquartier. So, wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne, und abonniert den Kanal, ist kostenlos, ne. So, demnächst kommen die Folgen von der MyTeam-Karriere freitags raus um 18 Uhr, das war heute ist eine Ausnahme, ne. So, und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.